in den neuen Generationen. Das ist richtig der Dick-Move, ey. Muss doch echt nicht sein. Ob du es glaubst oder nicht, meine Schwester ist eine Trainerin, aber sie ist so kindisch, ich werde noch ganz verrückt. Wer ist denn deine Schwester? Ich bin durstig, ein Königreich für ein Getränk. Oh. Dachkarten, Automaten. Ein Automat, zur Auswahl stehen Tafelwasser, Sprudel, Limonade. Eine Flasche Tafelwasser liegt im Schacht. Sprudel. Und eine leckere Limonade. What the hell, wie viel Geld haben wir? Find nichts erfrischender als so ein Tafelwasser. Ein Limo. Tafelwasser oder Sprudel ist geil. Limo, die trocknet im Sommer dann immer so aus. Dann kriegt man noch mehr ein Pappmaul als vorher schon. So, erstmal geben wir den Dudes da drüben jetzt einmal. Warum nehme ich eigentlich nicht mein Fahrrad hier? So. Ich bin beim Verdursten. Was? Das Getränk ist für mich? Vielen Dank. Entschuldigung. Wenn du nach Saffronia City möchtest, darfst du passieren. Ich werde den anderen Wachen etwas abgeben. Da hätte man gar nicht so viel Zeug kaufen müssen hier. Also ist jetzt auch der Weg nach unten frei. Schon ist so ein Rocket hier. Wenn wir erst die Silpco unter Kontrolle haben, können wir in der ganzen Welt mit Pokémon handeln. Hallo, danke für die Erfrischung. Na, gern doch, Mate. Na, ich weiß nicht. Distributionspolitik von Team Rocket für Pokémon, das ist doch nicht so geil. Da würde ich doch eher schauen, dass ich mich hier irgendwie beteilige. Tausch Münzen gegen Preise, Wechselstube. Löst seinen Münzkorb. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass man dafür Münzen Pokémon bekommen kann. Das wäre schon, also schon mal die größte gelbische Option für Team Rocket, das sowohl Geld zu waschen als auch Pokémon zu verkaufen. Ich habe meine Münzen rechtzeitig gegen einen Preis eingetauscht hier. Was starrst du mich so an? Rocket Spielhalle, ein Spielplatz für Erwachsene. Oder sind das quasi gecapturete Pokémon von Team Rocket, die sie da verticken, ey? Das wär's ja noch. Hier, willst du mich ablenken? Hier, nimm ein paar Münzen. Ups, ich habe den Münzkorb vergessen. Was für ein Münzkorb hier? Jetzt brauchst du ein paar Münzen. Alter, kein Münzkorb available hier. Glücksspiele sind unheimlich, man wird schnell davon abhängig. Hey, du hast Wichtigeres zu tun, Championin Spee. Die Arenaleiterin von Prismania City heißt Erika. Sie trainiert Pflanzen-Pokémon. Sie wirkt sanft, doch man sollte sie nicht unterschätzen. Herrlich, das macht Spaß. Möchtest du auch spielen, Junge? Ups. Ein Münzkorb. Ich glaube, jeder Spielautomat hat eine andere Gewinnchance. Psst, hör mir zu. Man sagt, diese Spielhalle gehört dem Rocket. Tja, schön. Du benötigst einen Münzkorb.
Verschwinde von dem Poster, oder ich muss... Team Rocket möchte kämpfen und setzt radikal ein. All diese Radikal-Rocketer hier. Die sind ja echt schrecklich. Und ein Zubat. Versuchen wir es doch mal mit dem Biss. Rocket ist down. Mist. Ich muss dem Boss sagen, dass unser Versteck entdeckt werden könnte. Pika pika. Ist seltsam. Hinter dem Poster ist ein Schalter. Mal sehen. Puh. Bevor wir da unten aber rumdoktern, muss ich ja hier noch eine Kleinigkeit erledigen, ne? Tausche Münzen gegen Preise, Wechselschube. Ich sag doch, das ist alles ein Geldwäschegeschäft hier für Team Rocket. Die gerne einen Porygon, aber ich habe kein Glück an den einarmigen Banditen. Ich hatte heute eine Glückssträhne. Und du gibst nichts ab, Schande über dich. Megablock brauche ich auf jeden Fall hier. Ja. Ohne kann ich nicht leben. Ich habe Smoggern auf der Zinnoberinsel gefangen. Es ist nett, doch wenn man es ärgert, atmet es Gift aus. Ja. Die Spielhalle schadet dem Ruf unserer Stadt. Dann starte eine Petition, damit die hier rausgeworfen werden. Ihr Spieler. Hier oberste Stockwerk. Bing-yong. Ich bin wegen der leistungsfördernden Mittel für Pokémon hier. Protein steigert die Angriffsstärke. Eisen stärkt die Abwehr. Das erinnert mich daran, dass ich mal wieder ins Fitnessstudio gehen sollte. Haha. Ich mag nur die Ketten nicht wirklich. Ich bin durstig. Ich möchte was trinken. Gibst dem Mädchen ein Getränk? Natürlich. Apfelwasser. Ja. Apfelwasser. Vielen Dank. Nimm bitte dieses Geschenk. Eisstrahl. Ein Tafelwasser für einen Eisstrahl. Sprudel. Cool. Sprudel. Vielen Dank. Nimm bitte dieses Geschenk. Ah, nicht schlecht, ja. Limonade. Cool, Limonade. Vielen Dank. Triplette. Tja. Jetzt haben wir alle Optionen hier ausgelotet, also. Können wir erstmal ablegen. Warum auch den Aufzug nehmen, wenn Laufen doch gesünder ist? Dum, dum, da, 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 ba, ba.
Die TMs stornen wir hier erstmal im Lager. Naja, die hat man schon. Erstmal einloggen. Ja, wegen was ablegen hier. Raus mit dem ganzen Ranz hier. Und dann heben wir jetzt mal das Lager von Team Rocket hier unten aus. Auf dieser Ebene ist der Typ hier. Wie kommst du hierher, Kleiner? Ich hab die Treppe genommen. Team Rocket möchte kämpfen und setzt ein Traumator ein. Los, Sherlock, bis! Es wäre schon irgendwie sick, wenn Pokémon so auf Leben und Tod kämpfen würden. Hier so eine X-rated Pokémon-Version, die ein wenig brutaler ist. Ah, geschlagen. Muss ich mit Team Rocket anlegen? Ne, wo ist denn jetzt da? Da, da.